Wie kann ich Snapchat umgänglicher und möglichst sicher machen für mich, aber besonders auch für mein Kind? Und welche Privatsphäreneinstellungen sind dazu dringend empfohlen? Ein digitales Willkommen hier bei Lösungen für die Medienerziehung. Ich bin der Ben und heute geht es also darum, wie du auf Snapchat die Privatsphäreneinstellungen richtig einstellst, sei es für dich oder für dein Kind. Doch ja, wie gelangt man überhaupt zu diesen Privatsphäreneinstellungen auf Snapchat? Ja, dazu klickst du zuerst mal auf dein Profil, also ja, auf dein Profilbild meistens oben links und dann oben rechts auf das Zahnrad. Dann scrollst du ganz weit runter, bis du zum Abschnitt kommst, wer darf, oder wer kann, Ja, und hier kannst du alle wichtigen Datenschutzeinstellungen auch durchführen. Gehen wir das gleich gemeinsam kurz durch. Beim ersten Punkt, mich kontaktieren. Ja, da geht es natürlich darum, wer dich auf Snapchat kontaktieren kann. Und hier macht es durchaus Sinn, bei Kindern nur meine Freunde auszuwählen. Beim nächsten Punkt, meine Story anschauen. Geht es natürlich darum, wer deine Stories anschauen kann. Auch da würde ich bei Kindern ja nur meine Freunde wählen. Respektive, hier gibt es auch die Möglichkeit, ja, Benutzer definiert quasi bestimmte Kontakte auszuschließen. Also ja, zum Beispiel könnte man sagen, das Kind kann mit einigen Personen aus dem Freundeskreis oder aus der Familie, aber mit dem Rest nicht, dann kann man das hier auch so einstellen. Der nächste Punkt ist ganz, ganz wichtig, denn da geht es darum, wer deinen Standort angezeigt bekommt. Und da ist es wichtig, ja, meines Erachtens, egal ob man Kind, Jugendlicher oder Erwachsener ist, ja, dass man da diesen Geistmodus auch einschaltet, diesen sogenannten, weil im Geistmodus kann niemand deinen Standort sehen. Dann kommen wir noch zum Punkt, wer kann mich unter den Vorschlägen finden? Und auch da würde ich bei Kindern empfehlen, gar niemanden anzugeben, respektive diesen Kreis möglichst eng zu behalten. Zum Schluss noch ein Tipp, den du unbedingt mit deinem Kind besprechen solltest. Ja, achte beim Teilen von Stories unbedingt darauf, dass diese wirklich nur in deiner Story und nicht mit allen geteilt werden. Diese Einstellungen solltest du unbedingt gemeinsam mit deinem Kind machen und bei dieser Gelegenheit dein Kind auch gleich auf einige Risiken und Gefahren aufmerksam machen. Welche Risiken das sind, das siehst du hier in diesem Video, welches ich dir als nächstes empfehlen würde, denn da erkläre ich dir, was dein Kind dringend wissen sollte, bevor es sein erstes eigenes Handy erhält. In dem Sinn würde ich sagen, wir sehen uns hier gleich beim nächsten Video. Ein digitales Auf Wiedersehen von mir, eurem Ben.